Herzlich willkommen hier zu der BK Wrestling Liga. Hier ist wieder Interview Time und das bedeutet, LT Rustikal sucht sich die Leute aus. Ja, kurz vor der Abfahrt aus Türkei habe ich mir sie geschnappt. Slow Coach Ente und Murph erstmal herzlich willkommen. Guten Abend, Boss. Wunderschön. Hallo, Rempi. Ja, also leider sind die Techniken ja ausgefallen. Wir konnten das Rennen nicht live übertragen, aber wir haben natürlich eure klasse Stimmen dazu. Und ich habe ja schon vorhin mit Ihnen gesprochen gehabt, Murph, mal kurz bevor die Mikrofone angegangen sind, sechster Platz. Dass Sie mich mit Blicken nicht haben getötet, das war alles. Fassen Sie doch mal kurz in Worte. Nochmal kurz und wurde gefasst mit dem sechsten Platz. In Istanbul kann ich mich überhaupt nicht glücklich schätzen. Es ist sehr beschissen für mich gelaufen, um es mal milde auszudrücken. Ich brauche kein Regenrennen mehr. Punkt aus. Okay, Ente, Sie sind auch nicht ganz zufrieden. Ich habe ja von meinen Kollegen mitbekommen, dass Sie Ihnen fast das Mikrofon hinterhergeschmissen haben nach dem Interview. Kurz nach dem Rennen bin ich froh, dass ich nicht da war. Ja, wie ist Ihr Rennen verlaufen? Also, die Quali war super. Das Rennen, naja, einige Fehler gemacht. Ich glaube, fünf Stück. Hätte ich die Fehler nicht gemacht, wäre ich wesentlich weiter vorne. Ah ja, naja, was soll ich machen? Ist eben so. So, dann kommen wir zu Ihnen, Slow Coach. Ich habe letzte Woche ja den Smoke im Interview gehabt und habe ihn gefragt, was die nächsten Platzierungen sein werden oder wo er denkt, die ersten drei Platzierungen sind. Da waren seine Worte, ich zitiere, dreimal Smoke. Und er ist davon ausgegangen, dass Sie nicht durchs Ziel kommen. Sie sind der Gewinner der Strecke. Was sagen Sie? Also, was sagen Sie zu der Aussage von Smoke? Und ja, freut Sie das, dass Sie hier gewonnen haben bei dem Wetter? Ja, was soll ich sagen? Also Türkei, bei schönem Wetter, da waren wir extrem schnell. Wir hatten da viel geübt im Vorfeld der Liga. Jetzt hier bei diesen Bedingungen, da konnte man irgendein Fahrzeug nehmen. Das Setup hat eh nie gepasst. Und das war insofern, hat es mehr mit Taktik zu tun als mit fahrerischem Können, was hier abgegangen ist. Und naja, dass ich da gewonnen habe, das war nicht wegen der unantastbaren, schnellen Fahrweise oder sowas. Das war auch, weil die anderen halt, wie Ente sagt, der eine oder andere Fehler taktisch ungeschickt oder so. Und dann passt das plötzlich für die anderen. Insofern haben wir heute gewonnen und profitiert vom Missgeschick der anderen. Okay, wenn man dann mal vorguckt auf die Ligawertung, 107 Punkte gegen 96 Punkte, das ist schon eine Punktzahl, die jetzt, wenn man noch zwei Rennen gewinnt, eigentlich zur Meisterschaft führen kann. Wir können aus eigener Kraft den Topf holen, das ist richtig. Und Macau ist eine gute Strecke für sicher schnelle Autos wie der BMW oder auch Sunred. Mosler ist natürlich gut, weil Murph und Smoke hier viel Erfahrung mitbringen und sicher motiviert sind. Von daher wird es offen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir abgeschlagen werden und viele Punkte auf die Spitze verlieren. Da habe ich jetzt keine Angst. Dann kommen wir mal direkt zu Macau zu sprechen, Ente und Murph. Wie sehen Sie Ihre Strecken, Ihre Stärken auf dieser Strecke und wo die Schwächen? Erst der Murph, bitte. Ich sehe meine Stärken ganz klar auf der gesamten Strecke. In den Kurven sowie auch nachher auch auf der Geraden wird mir der BMW nicht so schnell abhanden kommen. Also gehen wir von einem Angriff aus. Einen kompletten Angriff. Hundertprozentig, die Motivation ist über 110%. Okay, Ente, wie sehen Sie das? Wo sind Ihre Stärken auf dieser Strecke? Schwächen? Und war nicht Macau auch die Strecke da, wo einmal Charlie Ihnen entgegenkam? Ja, da kam der Charlie letzte Saison mir entgegen, aber jetzt, ja, diese Saison, ich weiß nicht. Ich sehe meine Chancen nicht so weit vorne. Also eher so zwischen ab Platz 5 runter. Doch so schwach. Was denken Sie, Slow? Ist das eher gepokert, was Ente sagt, oder doch schon haben Sie das so in den Trainings auch gesehen? Ente hat viele zweite Plätze und dritte Plätze auf dem Konto, der kann hier sicher aufs Podium fahren. Auf der anderen Seite, wenn es taktisch wird und wie jetzt sagen wir in Istanbul, Smoke vorne nicht angreift und dann das Feld zusammenbleibt,
dann geht das schnell ans Blech und dann gibt es halt vielleicht auch mal einen Ausrutscher oder einen Zusammenstoß. Das ist halt einfach riskant, was dann passiert. Wir werden hier sicher nicht vorne wegfahren. Im Qualifying waren wir über das ganze Jahr gesehen immer schnell. Das heißt, wenn wir in den ersten drei Positionen bleiben, dann können wir einfach hinterherfahren, zusehen, was passiert und dann reagieren. Insofern werden wir das Auto möglichst flexibel hinstellen, dass wir die Taktik den Gegebenheiten anpassen können. Boxenstopp früh, mittel, spät, was immer wir brauchen. Okay, das Rennen ist ja erst am 4.5. Ein anderes Rennen steht ja noch vorher vor der Tür. Da freuen sich die meisten Fahrer drauf, mehr oder weniger. Am 27.4. Das ist der Gillandsringen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ja der Minicup. Und da möchte ich jetzt mal gerne wissen, im Allgemeinen auch von oben nach unten, also Murph, was denken Sie, wie sind die Chancen? Ich meine, wir gucken jetzt mal auf die Cup-Wertung. 94 Punkte Smoke, 75 Punkte Sie und dann kommt erst Ente mit 58 Punkten. Bauen Sie den zweiten Platz aus oder denken Sie, auf der Strecke wird es schwierig für Sie? Ich denke mal, ich hoffe zumindest, dass ich den zweiten Platz in der Cup-Wertung noch ausbauen kann. Das ist ja wohl mal ein ganz klares Ziel, den ersten Platz anzugreifen. Das werde ich wohl kaum noch schaffen. Aber den zweiten gut verteidigen, das ist mein Ziel. Den macht mir keiner streitig. Okay, also eine Kampfansage, auch eine indirekte an Ente, von wegen, hier kommst du nicht vorbei. Genau. Bis Ente, hierhin und nicht weiter. jetzt darfst du auch mal darauf was sagen und antworten. Wie siehst du das Ganze? Ja, da wird der Wolf ja schon ja, recht behalten. Den zweiten Platz werde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Ich versuche mir den dritten Platz zu sichern. Das reicht mir auch schon. Okay, dann kommen wir zu Slow, der in den Cups im Moment nicht so gut ausgesehen hat, leider. Wie sieht's aus? Im Moment fünfter Platz, 4 Punkte hinter Pupti. Wird da noch ein großer Angriff kommen oder eher ist das nur ich fahre Vorbereitung auf die Rennen? Das Auto lässt nicht sehr viel zu. Die Kräfteverhältnisse sind einfach zu drastisch. Wir haben hier wenig zu bestellen auf diesen kurzen Strecken, harte Curbs, das ist nichts für den M3. Insofern, Pupti können wir schon abfangen, wenn es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann wird das Auto nicht ins Ziel kommen, wie schon einige Male nicht. Insofern, ich kann keine Prognose abgeben, Pupti zu schnappen, das ist sicher möglich und dann hat sich's dann auch schon. Okay, also sind Sie selber nicht so optimistisch, aber glauben schon, dass da noch ein bisschen was geht. Ja, wenn es gut läuft, wir hatten das zweite Rennen eigentlich gewinnen können letztes Mal. Und wenn es gut läuft, ist der BMW schon schnell, aber sobald da auch nur ein klitzekleines Steinchen dazwischen kommt, ist es vorbei. Okay, ich habe mir als Interviewpartner was Tolles mal einfallen lassen, damit ihr auch was zu tun kriegt, denn ich muss ja immer recherchieren und machen und tun. Und deswegen gebe ich euch jetzt die Möglichkeiten, also jeden Fahrer eine Frage zu stellen, die er dann beantworten soll, ohne dass ich groß was dazu sage. Wir fangen bei Murph an, der darf bei Ente eine Frage stellen, danach den Slow Coach und danach Ente, Murph und dann Slow und Slow dann Murph und Ente. Ich bin mal gespannt, was für Fragen ihr euch da einfallen lasst. Jeweils immer nur eine Frage pro Fahrer. Und ich bin mal auf die Antworten gespannt, ohne dass jetzt hier groß recherchiert wurde. Das ist, wenn ihr ehrlich seid, jetzt gerade mal spontan. Deswegen fangen wir mal bei Murph an. Ende, meinst du, du kannst deinen dritten Platz in der Wertung halten? Ich glaube eher nicht, nein. Da kommen ein paar Strecken, da hast du wesentlich den besseren Vorteil. Schauen wir mal. Eine Frage bleibt noch offen für Sie, Murph. Ach, noch eine, zwei Fragen. Ja, für Ja, Slow Coach. ein Ach, Slow. für Slow Coach. Wo siehst du dich am Ende der Saison stehen? Platz 1 in der Liga-Wertung? Ja, ne? Ja, denke schon. Ja. Wir sind Das einfach war's zu von meiner. überlegen vom ganzen Arrangement. Das Auto ist nicht schwach, es hat keine Schwächen, es kann gewinnen. Wir werden hier den Titel holen. Eben. Ente, Sie sind dran. Oder du. Ja, ich bin gerade am Überlegen, welche Frage ich am Murph stelle. Schon Welches interessant, wenn die Auto. Fahrer kommen, überlegen müssen, ne? Ja, welches Auto hättest du Anfang der Saison genommen, außer dem Mosler? Hätte gerne die Corvette genommen.
Das wäre auch meine Wahl gewesen. ja, Slow Coach. Ja. Was wäre, wenn wirklich Team RS die Corvette genommen hätte oder hätten? Wären sie trotzdem Ende der Saison Meister geworden? Nein. Zu Beginn der Saison hat der BMW ja fürchterlich schlecht ausgesehen, auch auf dem Papier. Wir haben das gemacht, weil der eignet sich gut, um junge Fahrer auszubilden. Das Ziel war echt, neue Leute ins Team zu holen, mit 4 Fahrern da Fortschritte zu machen und schon gar nicht um die Teammeisterschaft zu kämpfen. Insofern nie im Leben hätten wir gewonnen und die Corvette ist sackschnell. Wobei sie hat auch schlechte Strecken wie jetzt Macau, da kann sie nichts, aber über die Saison hätte Smoke gewonnen. Okay, Slow Coach, Sie sind zum Abschluss, dürfen Sie 2 Fragen stellen und ich bin da mal gespannt, welche Fragen Sie sich da eingefallen lassen haben. Dann beginnen Sie mal. Hey Murph, welches ist dein Traumteam für nächstes Jahr? Oh, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich denke mal, wir warten die Saison erstmal ab, aber ich könnte mir auch mal vorstellen, wieder in einem eigenen Team zu fahren. Mit wem denn? Das lasse ich mir erstmal außer Frage stellen. Hast du keine Träume mehr? Freuen wir schon, aber über die reden wir, wenn die Saison zu Ende gefahren ist. Und wenn wir 22 Uhr haben. Genau. Okay, jetzt noch eine Frage an Ente. Welche Kategorie werden wir nächstes Jahr fahren? Ich glaube GT Pro. Also das bestehende Game, nicht das neue. Ja, das bestehende Game. Okay, jetzt so mal einfach mal gefragt, wie ist das, anderen Fahrern Fragen zu stellen als Interviewpartner, so ehrlich gesagt? Ziemlich schwierig. Ich denke mal nicht weiter schlimm, wenn man sich ein bisschen vorbereiten kann. So außer Duft gegriffen. Vielleicht ein bisschen unvorbereitet, aber ansonsten, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir, Murph, bei dir, Ente, und bei dir, Slo. Ich wünsche euch für das Cup-Rennen auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg, dass ihr nach vorne kommen möget und alle gewinnt gleichzeitig. Vielleicht fahrt ihr auf die Millisekunde genau gleich durch Ziel. Wäre mal prima, geil. Ja, sicher. Noch ein Tipp von dir, Wempi. Wer wird denn hier gewinnen? Ach, ja, jetzt das ist gemein. Was hast du jetzt davon? reden wir jetzt vom Cup oder reden wir von Macau? Ja, Macau. Macau. Interessante. Oh, jetzt bist du echt fies. Halleluja. Ja. Also ich sehe, um ehrlich zu sein, doch die BMW sehr stark, weil die in den Kurven doch gehen können. Und das ist ja eine sehr enge Strecke. Ich gehe jetzt davon aus, ich sage jetzt mal ganz blöd, Slow Coach mit 1 Schaden, der dann in die Box fährt, den beheben lässt und dann gewinnt. Und dahinter wird sich Murph und Smoke um den 2. und 3. Platz kloppen. Ui, mal schauen, ob ich dich da nicht enttäusche. Warten wir mal ab. Also wenn vielleicht die Fans, wer weiß es. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, rein. Ja, tschüss. Gleichheit.